Willkommen zu einer neuen Folge Sims 3 und wir sind wieder zu Hause. Ich würde, glaube ich, mit einem neuen Urlaub tatsächlich warten und diese Folge nochmal daheim verbringen. Wahrscheinlich müssen wir es ja eh wegen diesen 2 Tagen hier, oder? Ja, gönn ihm eine Pause, bevor du sie wieder in die Fremde schickst. Sogar brauchen wir eh noch ein bisschen. Ich merke nämlich gerade, es ist jetzt 10 vor 10 und ich nehme jetzt seit über 5 Stunden schon auf. Es ist zwar auch erst die 6. Folge, aber ich habe ja auch sehr lange Folgen gemacht und auch zwischendurch immer mal hier im Haushalt ein bisschen rumgewuselt. Deswegen sollte ich nach dieser Folge aufhören, damit es nicht zu lang wird. Ich mache ja eigentlich keine Aufnahmen, die länger sind als 6 Stunden. Weil das auch mit dem Aufnahmeprogramm sonst nicht in einem Rutsch durchgeht. Nicht in einem Rutsch durchzubearbeiten. In den Park, Und direkt könnten wir wieder Arbeit erledigen, so. Hier ist tatsächlich kein Tag vergangen, das ist Zauberei. Ansonsten... Boah, ich habe heute eine leicht verschnupfte Nase. Das nervt. Naja, es gibt Schlimmeres. Merkt man wahrscheinlich durch die Aufnahme hinweg, hin und wieder. Ansonsten werde ich gleich wahrscheinlich noch, ich glaube, eine Mini-Let's-Play-Folge würde ich gleich noch aufnehmen. Aber dann würde ich mich auch langsam ins Bett begeben. Also, was heißt, langsam ins Bett begeben? Ich werde dann erstmal eine Folge rendern, damit ich schon mal ein paar Mini-Let's-Play-Folgen, die ich noch auf Platte habe, dass ich schon mal anfange zu rendern. Dann könnte ich eventuell roundabout Mitternacht, so in 2 Stunden, noch mal kurz rausgehen und gucken, ob hier ein paar so Pokémon in der Gegend sind, die ich brauche. Damit ich dann den für den nächsten Tag schon mal den Erfolg packe. Weil ich da nämlich am... Anschließend, wir sind wieder zu Hause, weil ich dann anschließend gerne ich denke mal, ich werde morgen den ganzen Tag rendern lassen und nach dem, was ich jetzt aufgenommen habe, muss ich morgen den ganzen Tag erstmal rendern und über die Nacht schon mal ein paar Sachen hochladen und sowas. Und dann kann ich morgen ein paar Dokus schauen, die ich mir schon ewig vorgemerkt habe. Was ist das? Ach, Federn. Guck mal, vom Katzenangriff. Hinter Blubsch herräumen. Süß. Computerspiele spielen. Das klingt nach mir. Na. Betrachten, nehmen, analysieren. Das hat aber nichts mit dem Arsch zu tun, ne? Können wir damit irgendwas machen? Toll, der Wert ist gestiegen. Machen wir mal... Also, ich sag mal so, die zerbrochenen Schüsseln könnten wir ja eigentlich verkaufen. So. Ne? Das sieht ja nicht so schön aus. Oh, die ganzen Bücher, die hier im Inventar noch waren. Ich muss noch mal gucken, wo ich das Regal hinstellen möchte. Ich könnte ja mal die Lampe... Fängt das wieder an, dass hier die Gegenstände rumwubbeln? So, packen wir die mal dahin. Können wir das Weinregal dann hier hinstellen? Das wäre schön. Das ist ja sogar relativ klein. Warum nicht? Wenn ich das sage, dann geht das. Da muss ich nochmal runtergehen. Und eventuell lagert sich der Wein ja auch gut auf der Terrasse. Wahrscheinlich nein. So, wir haben ja jetzt keine Omas mehr. Die sind ja alle tot. Wir könnten mal die Schaukelstühle verkaufen. Der war wohl zerkratzt, dass er nichts wert war.
So, Bonehilda, du hast doch chronische Langeweile, oder? Das sind doch wieder die gleichen Bücher. Ist das etwa... Oder sind das die gleichen Bücher? Das sind doch die gleichen Bücher, die sie schon mal weggeräumt hat. Oder sind die immer im Familieninventar, die Bücher des Hauses? Ja, dann können wir sie ja eh drin lassen. Wenn das eh im Familieninventar verwuselt. Inventar. Wie passt da rein? Ist da noch immer was rein? Eindeutig, da passt eine ganze Menge rein. Das arme Regal. Voll völlig überfordert hier. Nektarregal durchsuchen, aus dem Regal servieren. Na, das ist doch auch jetzt mal schön, dass wir hier Wein trinken können. Das ist natürlich von der Lagerung her auf dem Balkon total scheiße. Aber naja, so. Dann würde ich nämlich sagen, dass ich mal ein paar Artefakte aus da hinten... Der war schön. Das sind hier die Sailor Moon Artefakte. So, die Geldtaschen würde ich gerne alle nehmen. Die kann ich nicht alle nehmen. Ich möchte die alle verkaufen, weil was nützen uns Geldtaschen? Da wir keine Metalle umgießen, was nützen uns Metalle? Titaniumbarren. Yep. Was ist das? Das kann weg. Ja. Ja. Eine kaputte Vase können wir verkaufen. Eine heile Vase können wir aufstellen. Noch eine Vase ist immer die gleiche, ne? Frankreich-Relikte. Das ist auch wieder dasselbe. Das ist eine andere Vase. Wir können das nicht da auf die Ecke stellen. Schade. Aber dahin. So, Singo. Storm, genau. Draußen ist Storm. Gibt es nicht irgendwie ein kleines Tischlein? Kaufmodus? Kann ich mir hier nicht irgendwie ein kleines Tischlein für die Ecke holen? Könnte ich eventuell... Nee, das wird nicht passen. Da brauche ich schon irgendwie ein kleines Ecktischlein. Gibt's hier nicht diese Beistelltische? Sowas. Aber sowas ist auch nie zwei breit, ne? Das geht nicht, okay. Weil wir hier die Treppe hochkommen. Dann brauche ich einen Einer. So. Dann können wir die Schüssel hier präsentieren. Frankreich Relikte. Das ist wieder was Zerbrochenes. Zerbrochene Dinge muss ich nicht aufbewahren. Nochmal was Zerbrochenes. Nochmal was Zerbrochenes. Naja. Eine Wassermelone aus was? Aus Stein. Eine fossile Wassermelone, ist klar. So. Titanium.
Sternschlüsselstein, getrocknete Lebensmittel ohne Ende. Teil des Simhara, 3 von 4 Teilen einer beweglichen Statue. Was ist denn das für eine schreckliche Musik? Kupferbarren. Brauchen wir auch nicht. Wobei, eventuell brauchen wir das irgendwann mal. Mist, ich hätte die Titanbarren nicht verkaufen sollen. Eventuell brauchen wir die mal für eine Quest oder so. Also reines Kupfer kann ich mir nicht vorstellen, aber die Barren schon. Wer hört denn da diese schreckliche Musik, diese Infernale? Ich würde mal sagen, weg damit. Schneeflockentag. Hm. Ja, schön. Okay, der ist noch heile. Das ist sehr gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war aber auch schön, mal wieder eine Sims-Aufnahme durchzuhauen. Und ich habe mal wieder festgestellt, dass ich Urlaub hier echt spannend finde. Vielleicht in der nächsten Aufnahme. Erstmal kommt ja wieder Mini-Let's Play. Ich gewöhne mir nicht an, dass ich zusätzlich zu Mini-Let's Play und Tomb Raider zusätzlich nebenher als drittes Let's Play gleichzeitig auch noch Sims laufen lasse. Das würde ich auch dann irgendwie vom Produzieren würde ich dann gar nicht mehr hinterherkommen. Deswegen werde ich einfach Sims immer einschieben ins Mini-Let's Play. Dass das Mini-Let's Play immer dann kommt, wenn sonst nichts kommt. Und Tomb Raider ist quasi außerhalb, ne? Tomb Raider ist Tomb Raider. Das kommt. Das kommt. Die Geister könnte ich mal verkaufen. Die sammeln sich ja auch nur doof an. So, wo läuft denn hier noch was? Der ist aus. Ach, ich bin schon wieder am Zocken. Natürlich. Ich dachte, ich schlafe oder so. Dann benutzt man den Pott. Es gibt hier, wo ist denn das Wissenschaftsinstitut? Es gibt ja überall ein Wissenschaftsinstitut. Das ist sehr praktisch. Wo ist das Wissenschaftsinstitut? Da ist Militär, Sicherheit und Rathaus. Das müsste, glaube ich, ein Laborglas sein, ne? Dieses Wissenschaftsding. Das sieht auch schick aus hier. Wasserbahn. Ein Park. Noch ein Park. Mensch, wo ist denn das verkackte Wissenschaftsding? Wenn man das immer nicht findet, das ist das Krankenhaus. Sportmist. Studiogelände. Friedhof. Das ist schon eine größere Map, ne? Das sieht auch nach Wissenschaft aus. Ein wissenschaftliches Labor besichtigen. Ja. Kann man nicht alle machen? Ne, geht nicht. Eifersüchtig. Eifersucht ist sehr wertvoll, wie wir hier lernen. Da würden sich manche Menschen dumm und dusselig verdienen, wenn sie ihre eigene Seele hier verkaufen würden. Uralt. Uralt. Freundlich. Verloren. Und nochmal verloren. Ich muss mir abgewöhnen, schief zu sitzen. Ich krieg sonst immer Muskelkater vorne im Bauch. Aber wo bin ich denn? Ach, ich bin schon da. Ich habe mich eben gewundert und wollte meckern. Ich will immer meckern. So. Nicht so nah ans Mikro. Und aufrechter sitzen.
So. Dann freundlich. Freundlich. Verloren. Verloren. Und nochmal verloren. Und zum vierten Mal verloren. Ein nettes Gespenst. Und noch ein nettes. Oh Mann. Die Art des Gespenstes ist auch also albern. So. Die Musik ist gerade so winterlich, ne? So, jetzt spule ich mal ein bisschen. Lalalalalala. Verkaufen, 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 damit dir das Inventar nicht so zugemüllt ist, weißt du? Gespenster für wissenschaftlichen Fortschritt. Freundlich. 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 Verloren. Verloren. Mann, das ist ja sehr spannend hier. Verängstigt. Ich mach's wohl zu selten. Nochmal verängstigt. Dass man die nicht einfach alle verkaufen kann auf einen Schlag. Wie unpraktisch. Verängstigt. Dadurch weiß man ja auch nicht, welche man schon angeklickt hat. Und deswegen springe ich immer zwischen den Typen hin und her. So, nett. 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 Hallo? Freundlich. 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 Jetzt muss ich erstmal die abarbeiten, weil es zu viele sind. Freundlich. Nett. 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 Was ist denn das hier? Logikunterricht, Tauchenunterricht, wissenschaftliches Labor besuchen, Gartenarbeitunterricht teilnehmen, Grußkartenfoto, Insekten der Wissenschaft spenden, an Erfindenunterricht teilnehmen, Wissenschaftunterricht. Was lernt man denn da? Wobei, nee, dazu sind wir zu müde, das bringt ja nichts. Partner werden. 40.000 ist viel Geld, aber wir haben eh zu viel, weißt du, wie ich meine? Upsala. Verdient man was, wenn man Partner geworden ist? Also wenn ich Partner werden möchte mit etwas, dann zum Beispiel mit einem wissenschaftlichen Labor. Marinewissenschaftsinstitut. Also wenn ich, wie gesagt, irgendwie investieren wollen würde, dann in Forschung. Damit es Fortschritt gibt. Ne? So groß sieht das Gebäude gar nicht aus. Also es ist jetzt auch nicht klein, aber für wissenschaftliches Gebäude so 40.000 weniger. Glückwunsch, das Partner, Landgrab, es hat das Anrecht auf die Profite, die sich wöchentlich hier abholen kann. Okay? Hat er natürlich noch mehr Macht und Geld. Wenn der Anteil der anderen Partner... Geschäftspartner eines Unternehmens. Er wird sich immer den Tag gehen, dass er entschied, Geld nicht mehr für unnütze Anschaffungen auszugeben, eine richtige Investition zu tätigen. Ja, ne? Warum nicht? Aber wir müssen trotzdem noch Geld bezahlen, wenn wir hier irgendwas wissen wollen. Das macht Sinn. Happen essen. Du gehst erstmal nach Hause und da essen wir dann Happen. Wir heben uns unser Trockenfutter brav für unsere Reisen auf, ne? Hui. Also so, ne? Wollte ich nur mal sagen. Jetzt sind wir auch endlich mal mit dem Inventar durch und haben das so ein bisschen sortiert.
Gelegenheiten. Derzeit keine. Ich werde mich erstmal um meine Bedürfnisse kümmern und dann könnten wir ja mal hier die Frau Schlachter ein bisschen näher kennenlernen, ne? So, und hopp. Dann auf jeden Fall erstmal Mittagessen. Klebrige Carbonara. Das ist so Essen, das würde ich essen. Und danach würde ich sagen, erstmal pennen. Schlafen. Weil sonst kippen wir hier gleich um. Aber bitte nicht auf dem Herd kochen, das brennen wir doch gleich wieder alles an. Ist das Mikrowellenessen? Ich hoffe. Nein, natürlich für den Herd. Ohnmächtig werden. Wirst du wohl aufhören, ohnmächtig zu werden? Wann wacht er wieder auf? Weil das Essen brennt an. Dann iss erstmal was. Und dann kannst du gleich immer noch schlafen. So, jetzt geht's dir doch viel besser. Mit einem vollen Bauch ins Bett, das ist doch das Schönste, was es gibt. Also, ich bitte dich, man ist aus dem Urlaub wieder zu Hause, hat ganz viel gesehen, ne? Hat dann gerade einen dicken Deal an Land gezogen, hat sich den Bauch mit was Leckerem vollgeschlagen. Man sieht, wie draußen der Schnee fällt durch seine dicke, fette Glasfront hier oben und liegt dann gemütlich im Bett, am besten noch die Katze dazu holen. Also schöner kann man sich's doch wohl nicht vorstellen. Oder? Also ich zumindest wäre dann maximal happy. Läuft. So, wie sieht's mit der Kitty aus? Der geht's gut gerade. Der geht's echt gut. Der Urlaub hat auch ihr gut. Wie man die einfach nicht mehr sieht. Sich putzen, Nickerchen machen, herumrennen, hier schlafen, launisch wegen Vollmond. Süß. Halsband und Fell anpassen. Erstelle einen Haushalt, wird geöffnet, okay. Ich wollte eigentlich nur kurz und so. Aber ihr einen anderen Anstrich verpassen. Ja, also das machen Katzen ja hin und wieder. Die entscheiden sich dann einfach mal, das Fell zu wechseln, ne? Deshalb ist Pelz ja auch erlaubt. Schwarz ist immer schön. Wie das einfach geht, ist klar. Auch einfach die ganze Fellform ändern. Ist klar. Das geht. Mal eben die Katze ändern. Schön flauschig. Und du darfst auch einen Schwanz haben. Ich würde dir den schon nicht abnehmen, glaub mal. Ich weiß gar nicht, warum sie den überhaupt nicht hatte. Wahrscheinlich, weil es eine adoptierte Katze war. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich spiele ja immer so selten. So, bisher hatte sie kein Halsband oder man hat es wegen Fell nicht gesehen. Machen wir mal ganz klischeehaft. Lila mit Glöckchen. Man sieht es ja eh kaum, weil das Fell so dick ist, ne? Wollen wir das Fell nochmal ein bisschen anpassen? Lala, so ein bisschen dünner, damit man das Halsband aussieht. Deal. Dass man das jetzt einfach so bearbeiten kann, so mitten im Spiel. Das gab's früher nicht, sowas. Aber ist doch auch mal schick. Haben wir Anubis mal ein bisschen anubiantischer gemacht. Der war ja auch immer schwatt, der Schakal da, ne? Und was möchtest du tun? Herumrennen. Erstmal gestreichelt werden, natürlich. Sie will gestreichelt werden, sagt aber nö. Das ist auch sehr intelligent. So, jetzt hat die Katze ihre 5 Minuten, wie Katzen das gerne so haben, ne?
Wodurch? Wie? Du? Bist wodurch wach? Schlafen? Ich wollte gerade meckern. Warum pennt er nicht? Oder habe ich mich da eben vertan? Und warum ist hier dauernd der Rollstuhl, würde ich gerade sagen. Warum ist dauernd der Fahrstuhl im Gang? So, hat die noch genug Futter? Wenn du wach bist, kannst du ja den Napf füllen. Und sein hier kannst du dann auch, wenn es geht. Ja. Und dann könntest du ja mal sprechen beibringen. Das wäre doch cool. Jetzt geht schon mehr als vorher, ne? Begrüßung, fröhlich, liebevoll, Lieder, verängstigt, wütend. Versuchen wir mal Lieder. Das klingt lustig. Ging das nicht? Weil das steht da jetzt gerade unten, nicht oben drin. Sprechen beibringen. Lieder. Ah, jetzt ist es drin. Okay. Das Zeug sieht immer noch aus wie Listerine, ne? Wahrscheinlich ist es irgendein Waschmittel oder so, was ich da nur geparkt habe, weil ich nicht wusste, wohin damit. Irgendwo ist hier eine Fliege. So, Bonehilda hat die Federn schon weggeräumt. Wir könnten ja mal gucken. 1100 hat er gekostet. Wenn ich hier in die Küche gehe. Ich will mal wissen, was wir hier für Herde haben. Wow. Modernisierter Ofen. Oh, ist das schick. Das ist schick. Nicht vergessen, was wir alles hatten. Mir ist gerade noch neu. Irgendwie. War mir gerade so just. Inseltheke. Nö, das ist mir ein bisschen zu bunt. Das sieht mir schon schickerer aus. Schickerer als wie eben. Check. So, Kleinstgeräte. Eine Nanowelle wäre doch mal was. Ein Elitissimo. Aber dann auch in einer ähnlichen Farbe hier wie der Rest. Den können wir auch wieder mit Reichtum angeben, weil das ist ja dann immerhin als Sachwert alles da. Man muss das Leben genießen. Man kann nicht immer nur allen möglichen Scheiß horten bei sich. Weißt du, wie ich meine? Hm. La 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 la. La 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 la. Industriewaschbecken. Ja, wenn es Schee macht, machen wir mal einen Schwatt. Schön groß, weißt du? Lele. So, was haben wir hier noch an kleinen Geräten? Eine Mikrowelle, oh, eine Nanowelle haben wir tatsächlich da. Molly Megas Mikrowelle von Krummlaufbahn Design. Haha, ja, okay. Das klingt gut. Ist es aber auch farblich irgendwie? Wobei, das sieht schöner aus. So. Irgendwelche dekorativen Elemente noch? Oder haben wir da nichts für eine Küche? Alarmanlagen? Genau, Bonehilda war da auch mit bei. Bonehilda ist eine Alarmanlage. Das seems legit. Lassen wir die Fläche mal zum Kochen frei. Aber so sieht das doch gleich viel schicker aus. So, den Kühlschrank können wir auch verkaufen. Und gucken mal, ob wir da einen farblich passenderen haben. Der ist auch schick hier. Guck mal, der passt doch farblich richtig rein. Perfekt, Alter. Jetzt haben wir unsere Küche ein wenig modernisiert. Wie sieht es eigentlich mit dem Bad aus? Das Klo zum Beispiel, das ist auch nicht unbedingt das Schönste. La 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 la. Ach, tardesianisches Badezimmer, alles in einem. Naja, das werden sie wahrscheinlich aus Dr. Who geklaut haben. Nicht schlecht. Das ist natürlich auch stilvoll. Aber es passt hier nicht ganz in das rein, was wir hier so machen. Thron der Erlösung. Ein Thron. Das ist doch mal schick. Oh Mann, bitte verurteilt mich nicht. Ich guck mal, ob wir hier... Oh, das sieht von hier aus erstmal mega schön aus. Mal gucken, was haben wir hier noch? Ultimo Deluxe.
Ja, wenn das in echt auch mal einfach so ging, einfach mal so sein Bad so, boah, mega verschönigen hier. Das muss bleiben. So Waschmaschinen, die müssen oll aussehen. Oll. Das Bett, das ist schön elbisch, das kann so bleiben. Guck mal, das passt jetzt sogar hierzu. Nur die Couch passt da jetzt nicht mehr ganz zu. La 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 la. Gibt's ja auch in düsterer? Warte mal, Kartoffelsofa. Das Dromedar, das ist auch schick. Und das passt so vom Aussehen her zu unserem momentanen Lebensstil hier so, ne? Irgendwie. Mensch, das ist doch mal. Also, ich bitte dich. Wer fühlt sich hier nicht wohl? Gut, es mag nicht jeder mögen. Ich find's schick. Eine kleine Modernisierung. Kennt ihr modern? Kommt vom Thermometer. Über Athletik reden. Apropos Athletik. Ist das soweit auch alles? Lalalalalala. So wegen meines Berufes ist es schon mal schön, hier dieses Klugmach-Ding zu haben. La la la. Wenn es um Hobbys geht, dann ist das ja im Büro, ne? Genau, sowas wie Aktivitäten. Bowlingbahn, genau, ich brauche eine ganze Bowlingbahn. Das brauche ich. Konditionsmaschine. Das sieht nach etwas aus, was ich brauche. Wenn wir wieder in Gräber gehen und so und Fallen überwinden möchten, dann wäre es klug, wenn ich etwas athletischer bin, oder nicht? Für dich finde ich gleich noch einen Platz. So, so dürfte das zugänglich sein. Passt doch in eine Küche, oder? Werd mir da erstmal Minzöl, einen Tropfen Minzöl runterschlucken, damit ich wieder vernünftig Luft holen kann. Ich mag das nicht, wenn die Nase dicht ist. Und ich weiß auch gar nicht, warum sie das ist. Ich bin ja nicht krank, ne? Also, vielleicht sieht die Nase das anders. So nach dem Motto, ich müsste dir das einfach nur mal sagen, dass ich nicht krank bin. Und in die Nase so, so, okay, ja gut, das wusste ich nicht. Habe ich gerade vergessen, dass du nicht krank bist, Jan. So. Problem mit dem Platzmangel gelöst. Und Problem mit dem zu viel Geld haben wir auch gelöst. Ich denke mal, das, was wir jetzt haben, das ist so in Ordnung. Und wenn wir dann wieder wach sind, könnten wir auch mal, bevor ich das wieder vergesse und uns dann wieder unsere schönen Dinge genommen werden, weil die nehmen sich immer mehr mit, als die Rechnung teuer sind. Die Rechnung bezahlen. Wäre sogar fast das Wichtigste. Und ich mache gleich Schluss, meine Lieben. Ihr müsst nicht denken, dass ich die Folgenlänge vergessen habe. Unheilverkündender Vollmond hat mich geweckt. Na dann machen wir erstmal ein paar Dinge, bevor ich wieder schlafen gehe. So, Arbeit zu erledigen. Ich würde sagen, erstmal die Tiere füttern. So, jetzt habe ich uns hier aber echt schön was gegönnt, ne? Wir hatten, wie gesagt, wir hatten viel zu viel Geld. Das geht gar nicht so was. Das liegt ja nur doof rum. Hier haben wir ja nicht mal Zinsen in Sims, weißt du? Also, noch weniger, als man das im echten Leben eh schon hätte. Heutzutage. So. Süß. So, jetzt möchte ich mal wissen, wie ihr dem sprechen lernt. Ja? Und er so, nein, was will ich denn hier? Nein. Okay, das geht nicht mal eben so. Aber jetzt bezahl erstmal bitte die Rechnung. Ja, genau. Zum Rechnung bezahlen. Am besten erstmal eine Unterhose anziehen. Was soll das? Ach so, im Vollmond. Da ist man ja so ein bisschen doof, ne? Einfach mal dauernd die Klamotten wechseln. Ja, ist klar. Das muss eindeutig am Vollmond liegen. Ihr könnt auch übertrieben. Ihr könnt auch übertreiben, Spiel. La la, la la. La la, la la. La 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 la. Wo bin ich denn hier gerade? Ich möchte nach oben.
So, jetzt bin ich oben. Ich könnte doch jetzt mal eben ein bisschen Gewichte stemmen. Geht das so? Oder ist dies die Ecke zu eng? Wie lange musst du davor stehen, um zu erkennen, was du tun sollst? Oder macht das nicht, weil Vollmond ist? Oder macht das nicht, weil er müde ist? Der olle Sack. Naja, gut. Wir haben das Ding da jetzt stehen, das läuft uns ja nicht weg. Jetzt auf einmal macht das doch, wo ich gerade sagen würde, dann geh erst aufs Klo oder sowas. Ach ja. So ein Gerät bräuchte ich auch mal hier im Zimmer. Dann würde ich wahrscheinlich sogar was tun. Manchmal. Aber wahrscheinlich immer noch zu selten. Ach ja. Oh komm, ich laufe durch Pokémon 4 rum. Das ist ja auch schon mal sowas wie Sport, ne? Und ich muss mich schon wieder ermahnen, mich gerade dahin zu setzen. Wie ich da immer so verreckende Geräusche mache. Also hiernach empfehle ich dir erstmal auf den Pott zu gehen. Anschließend zu duschen und zu Ende zu schlafen. Anubis schläft einfach mal auf der Einrichte. Die Hexe, die hat irgendwie von selbst irgendwie ihren Platz gewechselt. Keine Ahnung. Was hat Bonehill da gerade zu tun? Klamotten wahrscheinlich wegtun, ne? Weil sonst sehe ich hier nicht viel, was man tun kann. Nö, sie geht lieber wieder raus und guckt hier wieder wahrscheinlich die Fenster an und sagt, sie kommt da nicht durch. Verstehe einer dieses Gespenst. Wie auch der Vogel leuchtet bei Mitternacht. Mal gut, dass die Zombies nicht reinkommen. Wir sind ja nicht bei Left 4 Dead. Also zurückgelassen zum Vater. Oh Mann. Es gibt ja tatsächlich Spiele, die heißen so. Left 4 Dead. Also nicht Dead, sondern Dead. Ne? Oh Gott, ich glaube, ich beende die Aufnahme erstmal. Wir sind jetzt tatsächlich fast bei 6 Stunden. Es ist jetzt gleich 22:30. Ich werde mal gucken, ob ich irgendwas Sinnvolles im Netz verpasst habe. Und schon mal die Dateien, schon mal Wellenform Darstellung für die Dateien erstellen und schon mal den Sound hier bearbeiten. Sowas. Und sonst? Dann gucke ich nochmal, ob irgendein Pokémon, was ich brauche, gerade in der Nähe ist. Also so um Mitternacht, so 1,5 Stunden. Bis dahin bin ich mit allem durch. Okay. Vielen Dank, meine Lieben, fürs mit dabei gewesen sein. Wenn ihr wollt, und ich werde jetzt mal Minzöl nehmen, damit ich nicht dauernd so das Gefühl habe, irgendwas in der Nase zu haben. Können wir uns, wenn ihr wollt, morgen wiedersehen. Sims kommt auch wieder, aber erstmal würde ich wieder ein bisschen Mini-Let's Play machen, ne? Ich glaube aber, ich nehme auch heute nichts mehr auf. Nächste, was ich aufnehmen wollen würde, wäre Tomb Raider. Das habe ich jetzt schon wieder eine Woche nicht gemacht. Das wird mich jetzt erstmal wieder jucken, das mal wieder aufzunehmen. Ich würde mal sagen, das mache ich wahrscheinlich erst übermorgen, weil ich morgen wahrscheinlich den ganzen Tag rendere. Okay, meine Lieben, bis dann. Tüdelö.